wo sind Sie da gelandet? In Neumünster. Ach, in Neumünster. Ja, in Neumünster. Und das waren auch D9? Dora das war Dora 9, 9 ja. Hm. Die sind dann auch noch bei uns geblieben. Ja. Und die... Das war noch so niedlich, wir wieder in Oldenburg nicht aus dem Platz rausgekommen. Aha. Von morgens an bis abends haben die oben über dem Platz gehangen, die Kameraden. Ne? Mhm. Ja, und was machst du nur bloß? Du musst ja hier wieder raus. Mhm. Ne? Und da habe ich einen Funker von mir getroffen, den ich vor Jahren mal auf der Schule gehabt habe. Ja. Ne? Zum Blindflug. Ne? Mhm. So ein Mensch, was machst du? Ja, sagt er, mich hat der General Heldenkörler hier geschnappt. Ne? Sagt er, ich muss wahrscheinlich, sag, brauchst nicht, ich sage, du kommst mit mir mit. Mhm. Sag, ich brauche einen Funker, ich sage, ich muss ja hier raus. Ich sage, am Tage komme ich nicht raus. Mhm. Sag, also, ne? Dann hat er sich alles besorgt, Papiere fürs Funkgerät und so weiter. Ne? Dann sind wir hin zu dem General Heldenkörler, ich weiß ja nicht mehr, wer das war. Mhm. Und der hat einen freigegeben. Tatsächlich? Ja. Mhm. Und dann sind wir abends rausgestartet, da aus dem Platz in Oldenburg, mhm. nicht dunkel, ne? Das heißt in der Dämmerung. Ne? Mhm. Aber der hat das Funkgerät nicht in Gang gekriegt. Der hat es nicht in Gang gekriegt. Das war noch so ein Lufthansa-Funkgerät. Ach so. Mhm. Ne? Und hat da die Frequenzen nicht gefunden. Ich kriegte keine Peilung von dem. Ne? Mhm. Ja, Flugvorbereitung, was denn? Hat er doch nichts. Ne? Wir hatten dabei die Jagdfliegerei nichts. Ja. Kein Kneemeyer, gar nichts. Ja. Ne? So, Mensch, ich sag, ich brauche da eine Peilung, Junge. Ich sag, ich weiß wohl im Grunde genommen, wo es lang geht. Aber, ne? Und mit mal, wupp, Scheinwerfer. Aha. Rundrum. Mhm. Ne? Ah. Ich habe immer noch nicht gewusst, wo ich war. Mhm. Heute weiß ich es nicht. Mhm. War ich mitten im Flachsperrgebiet von Hamburg. Ne? Mhm. Und dann ging die Scheinwerfer aus und bloß einer, der blieb an. Und der machte diesen, der zeigte mir, wo ich langfliegen muss. Ne? Das habe ich dann nachher auch geschnallt, habe ich auch mitgekriegt. Ne? Mhm. Dann bin ich da die Richtung geflogen. Aber ich wusste immer noch nicht, wo ich war. Also, dann schnallt euch mal alles schön fest. Da hatte ich noch einen Unteroffizier mitten. Bordmechaniker, der da rumfuhr, den hatte ich mitgenommen. Mhm. Und irgendwie müssen wir jetzt runter. Nicht wahr? Also müssen wir eine große Wiese suchen, wo wir möglichst wenig Schaden anrichten. Hier ist ja alles weiter. Nicht wahr? Mhm. Und mit der Weihe, das hätte man schon geschafft, ne? Ohne großen Schaden anzurichten, Bauchlandung zu machen. Mhm. Und dann im letzten Moment mit mir sagt er, ich habe eine Peilung. So und so viel Grad. Ne? Mhm. Und dann guckte ich da in die Richtung, da sah ich auch schon ein Radieschen. Ne? Haben die schon geschossen. Das war Flakwölkchen. Bitte? Das sind Flakwölkchen. Nee, oder nicht von der Flak. Ne, Radieschen? Radieschen, das ist so ein Rohr. Wird hochgeschossen, geht ungefähr so 250, 300 Meter hoch. Mhm. Nicht? Und dann platzt es auseinander in lauter Sterne. Ne? Ah, ja. Das ist hat es bei der Luftwaffe gegeben, viel gegeben, diese Dinger. Ne? Mhm. Und dann wusste ich, ja, da ist der Platz. Nicht. Mhm. Ja, aber da ist meine erste Bumslandung gewesen, die ich machte aus dem fünften Stock. Wow. Ne? Von oben runter. Ja. Aber das Fahrwerk ist heilig geblieben. Ist heilig geblieben. Ja. Ist alles heilig geblieben. Ja, das ist die Hauptsache, nicht?